Faktoren, die unsere Psyche belasten, sind individuell. Die letzten zwei Jahre waren für uns alle jedoch eine enorme Herausforderung. Pandemie, Lockdown, Einsamkeit, Angst und dann auch noch ein Krieg in Europa. Trotzdem sind psychische Probleme bei uns immer noch ein Tabuthema. Kaum jemand redet offen darüber. Ich will das ändern und werde meine Psyche unter Druck setzen. Wie schnell gerate ich aus der Balance und wie finde ich sie wieder? Mein neues Experiment. Ich gebe jede Kontrolle ab. Isoliert von der Außenwelt setzen andere meine Psyche unter Druck. Besonders fies an dem, was du vorhast, ist, dass du nicht weißt, wie lange das dauert. Ist heute Samstag oder ist heute Sonntag? Über 3,5 Stunden liege ich jetzt hier im Bett und kann nicht schlafen. Ich frage mich die ganze Zeit, ab wann wird Alleinsein zur Einsamkeit? Dieses Experiment kratzt an meiner Psyche und ich kann nichts beeinflussen. Röstzwiebeln. Kann es sein, dass ich hier gerade den Verstand verliere? Ich lasse sie tief in meine Seele blicken. Mir wurde bewusst, dass ich eine sehr traurige, einsame Kindheit hatte. Wir brechen das Tabu und reden über psychische Probleme. Die Seele kann man nicht eingipsen, das sieht kein Mensch. Meine Diagnosen sind posttraumatische Belastungsstörung, Depression und Anorexie. Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass es eine Sorge von überlasteten Psychiatrien gibt, aber diese Überlastung ist da. Hinterlassen schlechte Nachrichten messbare Spuren in unserem Gehirn? Physiologische Reaktionen, beschleunigter Herzschlag. Was können wir lernen? Was macht dich hier so glücklich in Finnland? Von den glücklichsten Menschen der Welt. In Deutschland leiden jedes Jahr rund 30% der Erwachsenen an einer psychischen Erkrankung. Das sind rund 18 Millionen Erwachsene mit einer psychischen Störung. Bei Kindern und Jugendlichen ist es genauso dramatisch. Jeder Dritte unter 18 ist psychisch auffällig. Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen und Depressionen. Immer mehr Prominente gehen mit ihren seelischen Erkrankungen an die Öffentlichkeit. Und das ist gut so. Denn so fühlen sich Menschen ermutigt, über ihre Probleme zu reden. Der Mensch will normal sein. Und psychisch gestört, das klingt schon so wie so ein Aufkleber auf die Stirn und rein in die Klapsmühle, in die Gummizelle. Das ist aber einfach falsch. Und wir müssen unbedingt an diese Scham ran, dass Leute darüber reden dürfen, dass Leute sich Hilfe suchen dürfen. Denn es kann jeden treffen. Hast du in deinem Umfeld Leute beobachtet, die depressive Verstimmungen bekommen haben, die wirklich depressiv wurden, Angststörungen, Panikattacken hatten? Also ich kann aus meinem Bekannten- und Freundeskreis und Familienkreis bestimmt 5, 6 Leute nennen, die an Depressionen leiden. Ehrlich? Ja. Mir geht das genauso. Ich habe auch mehrere Menschen im Umfeld, auffallend viele Jugendliche, die wirklich ganz massive Probleme gekriegt haben durch die Pandemie. Das macht mir Angst. Was wird aus dieser Generation? Was wird die für eine psychische Stabilität oder Instabilität haben? Schon vor der Pandemie war die Zahl der psychisch kranken Kinder und Jugendlichen erschreckend hoch. Doch die vergangenen 2 Jahre haben die Situation dramatisch verschlechtert. Versteckt hinter einer Maske. Wir haben Jugendliche auf der Straße befragt, welche Spuren die letzten 2 Jahre bei ihnen hinterlassen haben. Meine Noten sind drastisch runtergegangen, ich konnte nichts machen. Auf Jugendlich wurde explizit ziemlich wenig Rücksicht genommen. Ich habe selber auch Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und auch viele von meinen Freunden. Die Kinder brauchen soziale Kontakte, die lernen voneinander, die lernen miteinander. Da wird soziale Kompetenz entwickelt. Man weiß, dass soziale Kompetenz mit das Entscheidendste für den Erfolg im Leben ist, also unabhängig vom IQ. Das heißt, man braucht sein Lernfeld, man muss sich erproben mit Gleichaltrigen und so weiter. Auch ich fühlte mich als Kind oft allein und verlassen. Welche tiefen Spuren das bei mir hinterlassen hat,
wurde mir erst viele Jahre später bewusst. Auch durch Gespräche mit Therapeutinnen. Ich bin kein depressiver Mensch, aber natürlich habe auch ich depressive Verstimmungen. Ich kenne solche Momente. Ich lasse jetzt einfach mal meine Biochemie checken, um da schon mal irgendwie so einen ersten Überblick zu haben, ob ich eine Anfälligkeit habe. Und dann gehe ich in ein extremes Experiment. Experiment Psyche. Wie schnell bringen mich äußere Umstände aus meiner inneren Balance? Ich gehe in Isolation und übergebe die Führung in die Hände meiner Redaktion. Sie entscheidet, wo ich wohne, was ich essen und trinken darf und welche Nachrichten mich erreichen. Da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, was Jenke in seinen Ängsten triggert. Das wird mein neues Zuhause für unbestimmte Zeit. 30 Quadratmeter, ausgestattet mit Bett, Sofa, Tisch, 6 Kameras und jeder Menge verarbeitete Nahrungsmittel. Kein Fernseher, mein Handy muss ich abgeben, keine sozialen Kontakte, Ausgangssperre. Und das Ganze für unbestimmte Zeit. Laut Experten simulieren wir auf diese Weise Faktoren, die auch im realen Leben die mentale Gesundheit angreifen. Selbstverständlich hat sich meine Redaktion im Vorfeld bei einer Expertin informiert, wie weit sie bei mir gehen können, ohne ein ernsthaftes Risiko einzugehen. Wenn ich nicht mehr klarstellen kann, dass jemand nach diesem Experiment wieder seinen alten, psychisch gesunden Zustand herstellen kann, dann würde ich so ein Experiment sofort unterbrechen. Alexandra Di Cavallo arbeitet als Psychologin beim österreichischen Weltraumforum. Sie begleitet regelmäßig Tests mit Menschen in Isolation als Vorbereitung für Missionen ins All. Also es gibt so Berichte, da hat man für die NASA damals Leute an so Schlafstudien teilnehmen lassen und die waren eben eine Weile lang alleine isoliert in so Höhlen. Und da hat man herausgefunden, dass die Menschen auch Jahre später zum Beispiel Anzeichen einer Depression oder einer Angsterkrankung oder von Panikattacken gezeigt haben. Ab wann bemerke ich, dass sich meine Psyche verändert? Oder ist der Prozess so unauffällig schleichend, dass man ernsthafte Veränderungen erst viel zu spät bemerkt? Wie lange hält meine Seele Alleinsein, Ungewissheit und Fremdbestimmung aus? Mein Termin beim Psychologen gehört zur Vorbereitung. Er wird mein Experiment überwachen und mir erklären, ab wann mentales Ungleichgewicht zur Krankheit wird. Dr. Leon Windscheid ist Psychologe, Autor und Podcaster. Wie definierst du mentale Gesundheit? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe kein Leid, sind die Chancen gut, dass ich psychisch gesund bin. Andersrum, wann bin ich denn psychisch krank? Wann habe ich psychische Probleme? Wenn du Druck spürst, wenn dein inneres Gleichgewicht nicht mehr da ist, wenn du Panikmomente hast, wenn Ängste da sind, Depressionen da sind und das über einen längeren Zeitraum, wir nehmen also 2 Wochen, Hilfe holen. In unserer Gesellschaft ist ein ganz hoher Wert, dass du flexibel bist, dass du belastbar bist, dass du immer erreichbar bist. Diese ständige Überforderung, die muss doch dazu führen, dass wir überfordert sind. Was wir immer unterscheiden müssen, ist, dass Menschen unterschiedlich resilient sind, unterschiedlich viel Widerstandskraft mitbringen. Ein Bild ist immer so eine Art schwerer Rucksack, den man auf den Schultern hat. Und dann läuft man damit über so einen zugefrorenen See. Und die Rucksäcke sind aber unterschiedlich schwer. Der eine hat eine krasse Kindheit gehabt, der andere hat vielleicht eine genetische Prädisposition, weil die Eltern schon was hatten. Und jetzt kommt irgendwas von außen und schmeißt hier noch was drauf. Das kann völlig unterschiedlich aussehen und dann bricht das Eis unter dir und dann sagst du weg. Und das kann für manche das zu viel, das mehr leisten, das mehr schaffen sein, das ständige erreichbar sein. Für andere kann das eine Scheidung sein oder eine Isolation in der Pandemie. Wir wissen mittlerweile, dass Einsamkeit, alleine sein, isoliert sein, ein Killer unserer Zeit ist. Wenn Menschen chronisch einsam sind, und das betrifft in Deutschland zwischen 10% und 20%, eine riesige Gruppe, dann gibt es massive Probleme und es gibt ein massiv verfrühtes Sterben. Als soziale Wesen sind wir auf menschlichen Kontakt angewiesen. Und schon immer war es des Menschen größte Angst, von der Gruppe zurückgelassen zu werden und damit dem Tod geweiht zu sein. Laut aktuellen Studien erhöht sich das Sterberisiko sozial isolierter Menschen um nahezu 30%. Ich habe jetzt das Experiment vor mir. Was müsste man machen, um jemanden, der stabil ist,
dann doch auch instabil werden zu lassen? Besonders fies an dem, was du vorhast, ist, dass du nicht weißt, wie lange das dauert. Weil unser Hirn hasst nichts so sehr wie Ungewissheit. Weil wir haben die Dinge gerne sortiert, wir wissen gerne, wann passiert was, wir haben gerne Struktur. Und wenn ich das wegnehme, damit muss ein Kopf erstmal klarkommen. Bin also sehr gespannt. Dann sind wir schon zu zweit. Nur meine Redaktion entscheidet, wie lange das Experiment dauert. Und sie präpariert, womit ich mich bei Langeweile ablenken darf. Ein Tablet, auf dem ich Filme streamen kann, und ein Handy ohne Empfang, dafür aber mit zwei Social-Media-Plattformen. Das war's, dachte ich zu diesem Zeitpunkt und ahnte nicht, wie bald mir auch diese Ablenkung genommen werden würde. Gibt es da für dich Erfahrungswerte, wo du sagen würdest, in deiner Vergangenheit hast du mal was in die Richtung erlebt, dass du wirklich isoliert warst, einsam warst? Als Kind war ich einsam. Meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter wollte arbeiten gehen, musste arbeiten gehen, zwei Kinder. Da war ich allein und einsam. Was erwartest du, wird das Herausforderndste für dich? Und hast du dir schon was überlegt, um damit umzugehen? Naja, du wirst definitiv mich schon in eine andere mentale Verfassung bekommen, wenn du mir die Kontrolle nimmst und dieses Nichts tun zu dürfen. Das ist so ein Punkt. Woran wirst du merken, dass es dir wirklich nicht mehr gut geht? Das merke ich relativ schnell körperlich. Dann, dass ich unruhig werde, dass ich mich extrem unwohl in der Situation fühle. Gibt es rote Linien, wo du abbrichst? Bis jetzt nicht erkennbar. Bis jetzt. Jetzt habe ich einfach momentan überhaupt keinen Bock mehr.